homophobes Verhalten zu minimieren und diskriminierendes Verhalten zu minimieren, aber wir sorgen natürlich auch dafür, dass die jungen Menschen, die gerade in schwierigen Lebensphasen sind, auch natürlich dann ihr Leben frei ausleben können. Wir kriegen tatsächlich heute immer noch ganz, ganz viele Dankesschreiben und auch Videos zugeschickt von jungen Menschen, die sich immer noch ganz, ganz doll bei uns bedanken, dass wir mit dem Projekt Olivia macht Schule bei ihnen gewesen sind, weil sie dann wirklich den Kraft und den Mut hatten, wirklich einfach auch ihr Leben zu leben. Weil bei den Kitas zum Beispiel geht es darum, dass ich dann zum Beispiel vorlese aus dem Kinderbuch von Olivia, was sie ja gerade vor einigen Jahren rausgebracht hat, Keine Angst und andersrum, um das Thema einfach so selbstverständlich wie möglich zu implizieren. Und natürlich bei den Schulen, Berufsschulen geht es halt auch darum, ich erzähle dann auch viel aus meinem Leben, weil Olivia und ich, wir haben auch tatsächlich wirklich fast eine ähnliche Lebensgeschichte, was auch gerade das Bein in die Hand nehmen und das Leben laufen angeht. Natürlich, da rede ich dann natürlich auch ganz offen drüber. Ich rede auch darüber ganz offen, dass ich mir mein Leben nehmen wollte, einfach damit die jungen Menschen auch mal verstehen, was homophobes und diskriminierendes Verhalten mit Menschen macht, egal in welchem Alter. Und da ist es halt wichtig, wie gesagt, diese Konsequenzen halt auch mal aufzuzeigen. Und natürlich unterstützen wir auch Fachkräfte mit Fachvorträgen, indem wir zum Beispiel Pädagogen oder Lehrkräfte auch Unterstützung geben, weil viele trauen sich halt gar nicht, dieses Thema anzusprechen, weil sie Angst davor haben, nicht politisch korrekt oder genderneutral genug zu sein. Und dann übernehmen wir das natürlich gerne, um halt wirklich die Welt ein bisschen bunter, vielfältiger zu machen. Und damit halt wirklich jeder irgendwann sein Leben so leben kann, wie er das möchte. Denn wir müssen es niemandem recht machen. Dem einzigen Menschen, dem wir irgendwas recht machen müssen, sind nur wir selbst. Ja. Juhu!